Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 3. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in der letzten Folge ist einiges passiert, das dann am Ende dazu geführt hat, dass wir den Glauben wechseln mussten. Nun habe ich mir Folgendes überlegt und ihr habt das vielleicht auch schon unter dem gestrigen Video gelesen. Und zwar ist es ja jetzt so, dass mehr oder weniger die Kernaussage unserer Geschichte, dieses Hauses Castro Blanco, ein wenig sich verschoben hat. Wir wollten ja eine griechisch-römische Religion spielen und natürlich auch die Familie, aber diese Religion haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen, falls ihr noch nicht unter dem gestrigen Video kommentiert haben solltet, würde ich euch einfach gerade zu Beginn einmal darum bitten, unter diesem Video zu schreiben, ob wir denn nach dieser Staffel, das sind jetzt noch die heutige und noch zwei weitere Folgen, ob wir nach dieser Staffel dieses Let's Play noch fortführen sollen oder ob wir die Geschichte des Hauses Castro Blanco damit abschließen möchten und vielleicht jetzt mit dem Nordic DLC oder ähnlichem eine neue Geschichte anfangen sollen. Ich würde mir dann da entsprechend was aussuchen. Also nochmal kurz die Bitte, schreibt bitte unten in die Kommentare, weitermachen mit Castro Blanco oder wir fangen einmal neu an. So, ja, aber genug der Vorrede. Ich hätte gesagt, nun führen wir auf jeden Fall nochmal zumindest ein paar Tage, Wochen, Jahre hier im Spiel die Geschicke Sardinias weiter. Wir haben momentan diesen nach wie vor bestehenden Bauernaufstand, wo wir nicht sehen können. Ach, hier oben stehen die. Okay. Da können wir aber, glaube ich, keinen Punkt setzen, oder? Nein. Was ist denn das nördlichste? Hier. Dann lasst uns doch mal hier unser Kriegsvolk ausheben. Ich schaue mal, ob das schon reicht. Und wir hatten ja nach wie vor das Thema mit der Ehefrau. Naja, und jetzt würde es sich aber, glaube ich, durchaus schicken, wenn wir eine Katholikin heiraten. Und die sollte, glaube ich, auch zumindest einigermaßen hier zu diesem Alter passen. Höchstens 10 Jahre, hätte ich mal gesagt. Ja, oder? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir echt unsicher. Was würde er denn tun? Er ist schüchtern, tapfer und ehrgeizig. Oder bleibt er auf seine alten Tage allein? Eine schwierige Fragestellung. Wir haben einen Erben, aber es gibt durchaus ein gewisses Risiko. Wir hatten ja schon mal einen Todesfall. Nein, ich glaube, er würde aus rein politisch rationalen Gründen hier noch einmal sich eine Frau suchen. Wer ist sie denn? Eine Engländerin, eine katholische. Ja, ich glaube, das passt, glaube ich. Wenn sie gefühllos ist, das passt, glaube ich, zu seinem schüchternen Charakter. Die will ohnehin wenig von ihm. Das passt, glaube ich, als rein rationale Heirat durchaus und lässt sich vertreten. So, wir schicken das mal ab.
Gucken mal, ob dabei was rumkommt. Hier warten wir immer noch aufs Aufheben, Ausheben der Truppen, nicht aufs Aufheben. Und wir haben tatsächlich ein Bündnis. So, jetzt gucke ich mal, wie viele Truppen wir hier beisammen bekommen. Na, das reicht natürlich hier nicht einmal. Warum haben die denn hier... Das verstehe ich nicht. Da haben wir, glaube ich, das Ausheben abgebrochen. Dadurch. So, wir schauen jetzt mal, ob das besser geht. Hier fehlen noch 9 Tage. Es müssten immerhin 2800 Mann hier zusammenkommen. Die Pest. Der Ausbruch der Pest an meinem Hof ist endlich vorüber. Die Opfer haben die Krankheit entweder überstanden oder sind alle von uns gegangen. Tja, hoffen wir mal, dass unser Hofarzt hier recht hat. Was ist denn hier los? Haben wir denn unsere Truppen noch irgendwo stehen? Und ich sehe die nicht. Ach, Leute, Mist, die stehen hier unten rum. Deswegen. Das ist jetzt natürlich richtig dämlich. Na, dann müssen die erstmal hier hochmarschieren. Ja, oder... Die müssen ja... Ganz hier rauf. Ja, aber die möchten trotzdem hier oben sich erst ausschiffen. Na dann. Lassen wir doch mal hier die Zeit verstreichen. Ja, und ihr kommt mal hier rüber. Und dann sammeln wir uns erstmal hier. In Arnheim. Nein, das gibt's doch nicht, oder? Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Kaum konvertieren wir zum Katholizismus, erklärt uns hier der Sultan den Krieg. Oh Mann. Stopp, 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 stopp. Ja, ich fürchte, mit deinem Bauernaufstand wird er jetzt erstmal alleine zurechtkommen müssen. Da ist eine Niederlage. Wir haben einen neuen Vorzug im Übrigen, okay. Ja. Das hilft uns alles irgendwie nicht. Aber ich gehe trotzdem mal in die Richtung Administration. Steht denn der Feind? Er möchte komplett Sardinien haben. Oh Mann. Wir könnten uns jetzt natürlich Geld leihen. Und wir können hier offensichtlich Zahlungen verlangen. Okay. Warum sollten wir von unserem Sohn Geld fordern? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Von unserem Neffen vielleicht schon eher. Na kommt. Hier greifen wir mal zu, damit die Kriegskasse zumindest etwas gefüllt ist. Und wir können aber momentan offensichtlich auch keine Verbündeten hier dazu rufen. Nein, das ist unser Sohn, das machen wir nicht. Das ist doch unser Sohn, oder? Warum so... Hä?
Halt. Hier. Nee, der kann sich das volle Lösegeld nicht leisten. Hier gilt das Gleiche. Schwierig. Wir können Kriege erklären, aber... Ja, jetzt passt auf. Wir sammeln uns jetzt trotzdem hier oben. Wir sind ja ohnehin gleich da. Führen dann die Armeen zusammen und segeln einmal runter gemeinsam. Hier kommt jetzt die Meldung mit den Verbündeten. Ja, den sollten wir hier auf jeden Fall mitrufen. Das ist ja jetzt der Engländer. So, wir gucken mal, ob er hier zur Hilfe kommt. Und unsere Truppen sammeln sich hier in Arnheim. So, jetzt haben wir hier drei Truppen herumstehen. Alle zusammen. Tja, und die sind hier schon angelandet. Das heißt, wir schiffen einmal aus. Was uns wahrscheinlich gar nicht so billig kommt. Naja, 31, da ist immerhin schon mal die halbe Staatskasse weg. Ja, hier immerhin unser Verbündeter ist in der Nähe. Ich könnte jetzt natürlich hier versuchen, die Stadt einzunehmen. Das werde ich allerdings unterlassen. Weil wir ansonsten... Was ist denn jetzt? Wir können noch mehr Verbündete rufen. Was hat er denn hier in die Waagschale zu werfen? Bringt uns das was? Ja. Dich habe ich doch schon. Und er ist doch schon mit dabei. Das verstehe ich nicht. Na gut. Das war der Bauernaufstand. Na, das war klar. Wenn wir da nicht vor Ort sind, dass das schief geht. Oh, 3800 Mann. 6000 Mann. Ich hoffe, wir kommen hier noch rechtzeitig weg, weil wir haben nämlich noch den Verschiffungsmalus. Das. Und jetzt, jetzt wäre ich hier natürlich gerne stehen geblieben. Hier die Furt bewachen. Na, wenn ich hier über die Furt angreife, das wird vermutlich nichts. Langfristige Lösung. Mein Fürst, eines Abends kommt mein Hofarzt zu mir. Ich hätte da einige Heilmittel, die wir gegen eure hartnäckige Melancholie nehmen können. Kommt, das probieren wir aus. So, wo sind denn hier unsere Verbündeten? So, die bösen Gedanken wollen wir entweichen lassen. Ja, kommt, wir probieren das aus. Wo sind denn jetzt die Verbündeten? Ach, die stehen hier drüben rum. Damit es euch besser geht, müssen wir an euren Gedanken und an eurem Tagesablauf arbeiten, teilt mir mein Hofarzt mit. Ich werde euch dabei helfen, euch eure Abteilung
alltäglichen Gedanken und Gewohnheiten zu erkennen. Ah, 25 Anspannung. Ja, wir können uns das momentan leisten. Das gibt's doch nicht, oder? Damit hat er jetzt natürlich den Krieg gewonnen und... Tja. Damit fällt Sardinien in seine Hand. Das gibt's doch nicht, oder? Die höchsten Mächte werden mich heilen. Boah. Liebe Leute. Jetzt haben wir nicht nur unsere Religion verloren, sondern sogar unser Stammland. Das gibt's ja nicht. Oh, wir verlieren die Eigenschaft. Das war wohl erfolgreich. Na, das ist doch von Vorteil. Boah, aber das gibt's ja nicht. Wir haben sogar unsere Hauptstadt verloren. Oh Mann. Und wir haben mehrere leere Ratsposten. Ja, wir sollten hier... Es ist schwierig. Wollen wir hier wirklich ihn nehmen? Na gut, er ist mächtiger Vasall. Aber er wäre im Prinzip besser hier drüben geeignet. Ja, da setze ich ihn mal ein. Und dann kommt hier unser Ritter. Weil die anderen, das sind ja hier totale Flachpfeifen. So, was haben wir hier oben? Er möchte auslösen. Naja, gut. Gold können wir momentan ohnehin gebrauchen. Denn wir haben unser komplettes Stammland jetzt verloren. Also da, wo das Geld herkommt. Boah. Liebe Leute, was machen wir hier aus der Nummer? Was machen wir hier mit? Ich glaube, da hilft nur die Flucht nach vorne. Jetzt allerdings hier Italien den Krieg zu erklären, wäre völlig hirnrissig. Ja, und hier im Frankenreich einzufallen, das können wir auch definitiv vergessen. Tja. Könnten wir uns hier denn mit den Schweden anlegen? Können hier die Zahlung von unserem Sohn verlangen. Können vom Papst Geld erbitten. Ja, das ist jetzt zumindest meine Option. Wir sollten Rostock feudalisieren. Da reicht das Geld hinten und vorne definitiv nicht. Tja. Sie hat eine stärkere Armee, alles stärker. Es wird hier hinten und vorne nichts. Also sie haben alle ein erheblich stärkeres Heer. Könnten wir denn hier irgendwie wildern? Na, da fehlt uns vermutlich die... Nein, was fehlt denn? Ach, weil wir sündig sind. Ja, das liegt ja daran, dass wir den Glauben erst frisch angenommen haben. Liebe Leute, ich hätte gesagt, ich mache mir mal Gedanken, wie wir hier weitermachen. Mindestens noch die nächsten zwei Folgen. Und ja, in diesem Sinne.
nehme ich dann erstmal Abstand von der heutigen Folge und wir sehen uns morgen wieder.